Hallo zusammen, in diesem Video stelle ich euch unseren Pack Light vor. Das ist der Reisebügel von Joy und der ist super wendig und leicht. Und ich zeige euch hier die Funktionen. Wir haben ein Verdeck, ausklappbar, Rückenlehne, kann man auch gemacht machen, sodass das Kind auch unterwegs schlafen kann. Wir haben einen Sicherheitsbügel, den man rausnehmen kann auf beiden Seiten. So abnehmen oder auf einer Seite einfach abnehmen und wieder dran tun. Wir haben an den Rückenlehnen verstellbare Gürtel, das heisst für die verschiedenen Grössen des Kindes. Wir haben hier die Beinauflage und grössere Kinder können den Füße da drauf tun. Der Wagen ist gefedert, aber man muss sich natürlich bewusst sein, ihr seht auch die Grösse der Rädchen, das ist jetzt sicher kein Wagen für im Wald. Also der ist wirklich für unterwegs. Und zwar vor allem, wenn das Faltformat besonders klein muss sein. Und der besonders leicht muss sein. Der wiegt unter 6 Kilo und kann eben auch gerade so um die Schulter, also an der Schulter angemacht werden. Dabei im Lieferumfang ist ein Regenschutz und auch die Transporttasche, die ihr den Bögi rein tun könnt und dann mit dieser Schlaufe tragen. Hallo miteinander, ich stelle euch heute unseren Joyfinity aus der Signature-Kollektion vor. Das ist ein Allround-Kinderwagen ab Geburt bis 22 Kilo, also etwa 4 oder noch mehr. Ab Geburt wird der Finity kombiniert mit einer Babywanne, wie ihr es hier seht. Wichtig zu wissen ist, der Lieferumfang des Finity selber ist das Gestell und der Sportsitz. Und Babywanne kaufen wir separat. Und zwar, wie gesagt, ab Geburt ist die Verwendung mit der Babywanne. Die klickt ihr auf die mitgelieferten Adapter, klicken, die ihr hier auch gerade seht. Die kann man übrigens auch verwenden für eine Babyschale, um drauf zu klicken, also einen Autositz. Wenn dann euer Kind etwas grösser ist und selber hüpfen kann, kann man den Sportsitz drauf klicken. Das ist jetzt, wie gesagt, der Lieferumfang. So wird der Finity geliefert. Am Anfang schaut das Kind tendenziell zu einem, weil einfach die Drücke noch sehr viel sind. Und erst später tut man dann den Sitz kehren und das Kind durchführen. Der Finity selber als Wagen hat einen höhenverstellbaren Stossbügel, sodass man es auf jeden kann anpassen kann, wo der Wagen stößt. Wir haben ein Gedeck, erweiterbar mit UV-50+-Schutz. Hier oben haben wir noch ein kleines Guckfenster, damit man immer schauen kann, was das Kind macht. Die Rückenlehne kann man von ganz gerade bis wirklich ganz liegen stellen, sodass das Kind auch überall gut schlafen kann, aber eben auch im Sitzen dann einen schönen Support hat hinten am Rücken und nicht muss vorlehnen, weil die Rückenlehne zu flach ist. Wir haben einen Sicherheitsbügel, wo man auf beiden Seiten aufmachen kann und wo auch ein Gelenk drin hat. Dass das Kind wirklich gut einsteigen kann, dass man nicht den ganzen Bügel dran nehmen muss. Und dann kann man ihn wieder zuklicken. Der Sitz selber, ich weiss nicht, ob man es jetzt auf dem Video gesehen, da sehen wir so eine gelbe Verstrebung, hat eine Flexfederung drin, die einfach noch zusätzlichen Komfort bietet für euer Kind. Die Beinstütze ist zweifach verstellbar. Für grössere Kinder lässt man es tendenziell so. Die haben den Füße hier unten oder da drauf. Und die Kleinen können den Bein so gestreckt haben. Wir haben einen Staukorb, der wirklich sehr, sehr grosszügig ist und alles ein bisschen Platz hat. Und da hinten haben wir sogar noch ein Täschchen, das da dran geklickt ist, wo man dran nehmen kann. Das kann man als Bauchtäschchen oder so als Seitentäschchen nehmen. Es hat auch noch einen Wendel dabei, wo man es wirklich umhängen kann. Das ist mega praktisch, weil da könnt ihr euer Handy oder das Portemonnaie drin haben. Und wenn ihr mal den Kinderwagen müsst oder Wendel stehen, könnt ihr das einfach dran klicken und mitnehmen. Ebenfalls inbegriffen im Lieferumfang, nebst dem Adapter, den ich schon erwähnt habe, ist noch ein Regenschutz und eben das Täschchen. Wir haben eine Federung von allen vier Rädern, einzeln. Und wir haben unsere Puncture-Proof-Reifen, das heisst, es sind schaumstoffgefüllte Reifen, die halt wirklich pannensicher sind. Das heisst, auch wenn ihr mal über ein Nägeli oder so fahrt, passiert nichts. Die haben keine Luft drin, sondern eben Schaumstoff. Und sind darum sehr komfortabel. Den Wagen zusammenlegen könnt ihr, egal ob der Sitz gegen vorne oder gegen euch gerichtet ist, wenn ihr hier an der Rückenlehne vorne runterlässt, dann kommt hier hinten der Bänder durch
Und dann könnt ihr ihn zusammenfalten. Der Wagen wiegt unter 12 Kilo. Und wir können dann noch die Räder abnehmen, wenn ihr jetzt im Auto noch mehr Platz brauchen würde.